Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sommerland. Hier im Orca-Beat mal wieder und ich bin an der Schlachterfabrik, wie ihr seht. Hier hat sich einiges getan mal wieder in den letzten paar Folgen. Und zwar haben wir diesen tollen Kristall gebaut oder auch, ich weiß nicht, Doppelpyramide. Einmal mit Wasser, einmal mit Lava. Und jetzt habe ich aber in den Kommentaren gelesen, fand ich eine echt gute Idee, hier mittendurch eine Reihe Glowstone zu machen. Und wir lassen uns gerade mal hier runter droppen und probieren das doch direkt mal aus. Weil ich denke, kommt ganz drauf an, wie die Shader jetzt darauf reagieren. Aber es könnte prinzipiell richtig geil aussehen. So, schauen wir mal. Es muss natürlich dunkel sein. Richtig dunkel. So, da tut sich leider gar nichts. Also der Glowstone im Wasser wird leider nichts. Ist schade drum, muss man echt sagen. War eine coole Idee. Ja, dann bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich dann die andere Seite auch mit Lava zu und mache einfach Wasser oben drüber noch. Müssen wir mal schauen. Naja, ich mache es mal wieder hell, damit wir hier auch was sehen. Ja, ist okay. Time set to 9. Okay, und das nächste Projekt, an das ich mich machen wollte, also natürlich wollen wir das Dach mal, das können wir mal gerade zumachen hier. Es soll ja nicht so ganz symmetrisch sein und so und ein paar Unreinheiten hier drin sein. Deswegen mache ich hier gerade mal ein bisschen höher die Decke. Eins höher und aber zu sollte es schon sein. So, alles klar. Ja, der kann auch so da stehen bleiben. Finde ich voll okay. Mal hier noch so ein paar hin. Zack, ein kleiner Ausschwulst. Alles klar, das ist hier ein bisschen verrückt. Einfach nur hier kreuz und quer reingebaut, das Dach quasi. Ist ganz lustig eigentlich. Ja, und gestern war ich in Duisburg. Mal ein paar Freunde besuchen und Duisburg ist ja irgendwie nicht so meine Stadt, muss ich sagen. Ist irgendwie ein bisschen trist alles da. Macht einen komischen Eindruck, finde ich. Und das ganz komische ist, es gibt so einen Park dort und da sind wirklich so trapezförmige Grasanlagen aufgebaut. Also sowas habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Die sind halt wirklich so symmetrisch und so komisch einfach dadurch, weil, also es sieht einfach bekloppt aus, wenn da plötzlich so Trapeze aus Gras mitten in der Gegend stehen und auch so Baumanlagen haben die da hingebaut und die sind aber auch so quasi Baum an Baum gepflanzt, ganz nah aneinander und totales Muster, also man sieht halt, ist quasi in so einem Quadrat sind die Bäume da bepflanzt worden. Ganz strange. Naja. Aber ansonsten war es eigentlich trotzdem ganz lustig. Auch alte Freunde mal wieder zu besuchen ist natürlich immer wieder schön. So. Hier eine Reihe drauf. Und jetzt sind wir schon ganz schön hoch. Müssen wir mal wieder ein bisschen weiter, ein bisschen flacher bauen hier. Vielleicht nehme ich auch noch anschließend ein paar Steine wieder weg, wenn es nicht so toll aussieht im Endeffekt. Aber sei es drum jetzt erstmal. Ich bin erstmal gespannt überhaupt, wie es aussieht. Das ist ja dann quasi, zumindest vom Äußeren her, ist die Schlachterfabrik vorerst mal fertig. Also es gibt dann vielleicht noch ein paar Schönheitskorrekturen, die man da anwenden kann. So wie noch erweiterte kleine Dekos auf dem Dach oder sonst irgendwas, aber also irgendwelche kleinen Deko-Sachen. Aber so vom ganzen Grundgerüst her haben wir dann erstmal die Schlachterfabrik fertig. Worüber ich doch sehr, 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 sehr froh bin, weil ich jetzt hier echt schon eine richtig lange Zeit dran baue. Und ich finde es aber trotzdem bisher echt
nice. Also ich bin ein bisschen stolz mit mir selbst. Die Schlachterfabrik, das war schon echt, also der Zackenarbeit hat sich gelohnt, finde ich. Und ja, was natürlich auch noch fehlt, ist das Jump'n'Run in und natürlich noch ein paar Schlachtermaschinen. Ich meine, das Ding heißt ja nicht umsonst Schlachterfabrik, ne? Wir wollen da ja ordentlich Zunder reinbringen. Da sollen noch einige Todesfallen reinkommen. Und die Pferdepresse muss mal umgeschaltet werden auf Wireless LAN und solche Sachen. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall, weil genau daran können wir uns jetzt bald machen. Und da wird es einige Folgen geben, wo es dann quasi nur um kleine technische Finessen geht, was Redstone angeht und sowas. Vielleicht, ich denke, das gefällt auch dem einen oder anderen ganz gut. Mir ist es auf jeden Fall mit das Liebste überhaupt in Minecraft, ist halt Redstone, weil man damit echt abgefahrene Sachen machen kann. Und na komm, so, und dann ziehen wir das noch hier entlang. So, schauen wir mal. Ist ganz lustig auf jeden Fall. Sehr strange. Sehr, sehr strange. Aber ganz lustig. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch hier dran rumbasteln. Ja, und was auch ganz, ganz lustig war, war, in, was auch in Duisburg passiert ist dann, war nämlich, dass wir Leute getroffen haben und wir wollten eigentlich nur in den Park gehen so und wir gehen in, also waren gerade auf dem Weg, aber auf dem Weg dahin haben wir Leute gefragt, wo ist denn überhaupt der Park, weil wir hatten den nicht auf dem Schirm so richtig, wo der denn ist, und die Leute sagen dann zu uns, ja, wollt ihr echt jetzt noch in den Park gehen, ist doch schon so spät, also es war vielleicht 9 Uhr, so Dämmerung zu der Zeit, als wir da waren, das war jetzt nicht gestern, sondern halt schon ein bisschen länger her. Und ja, da war gerade Dämmerung halt und dann, ja, in dem Park treiben sich so miese Gestalten rum und so. Und ja, ich dachte erst so, ja okay, das sind halt, also die Leute waren relativ alt, die das gesagt haben und so, irgendwie, ja, das wird schon nicht halb so wild sein irgendwie. Also haben wir uns ihre Füße in die Hand genommen und sind zum Park gelaufen. Und haben wir ausgecheckt, was da denn so abgeht. Und das war halt irgendwie komplett das Gegenteil der Fall. Ach ja, was ich noch vergessen habe, ist, also das waren halt ältere Leute, die das erzählt haben. Und deswegen haben wir das erst nicht so ernst nehmen können. Und dann kamen aber noch quasi die zwei Söhne von diesen älteren Leuten. Und es waren Zwillinge. Und die waren vielleicht 17 oder 18. Und die meinten dann auch so plötzlich, na ja, geht bloß nicht in den Park, ihr werdet abgestochen und so, so in der Art. Und ja, es war halt genau das Gegenteil der Fall. Wir hatten zwar schon ein bisschen Schiss dann, als wir dann dahin gelaufen sind, aber irgendwie, da waren nur nette Leute und so und keine Ahnung, was die da gemeint haben könnten. Aber es war schon sehr verwunderlich dann für uns im Endeffekt. So. Mal ein paar Reihen einfach symmetrisch und so ein paar bekloppte Steine dazwischen. Boah, es ist schon hart, ne? Es sind so viele Steine schon hier verbaut worden. Das Ding wird echt, das ist echt einfach nur ein Monstrum. Manche Leute wollten ja, dass ich echt noch einen dritten Stock drauf mache, aber ich habe mich ganz klar dagegen entschieden, als ich es dann gesehen habe mit dem zweiten Stock, weil der ist ja schon, also es ist schon echt hoch. Und ich will das jetzt nicht noch höher machen, ganz ehrlich, weil dafür ist es einfach zu breit auch. Das würde dann komplett alles hier verdecken und es ist so schon echt ein Monster einfach nur. Aber gut, ja, was mir auch gerade einfällt, der Benny muss unbedingt zurückkommen, damit wir mal anfangen können, die Ork-Disse zu bauen. Wir wollten nämlich eine Disco bauen für die Orks, so, also natürlich nicht in dem Style von einer Disco, wie man sie von den Menschen kennt, sondern es soll schon halt eine Ork-Disco sein, und wo Orks halt quasi tanzen und feiern können.
Und natürlich legt dann da der Circle of Orchemists auf oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das wird ganz lustig. Wir haben uns da schon ein paar Gedanken gemacht, wie man da ordentliche auch so Lichteffekte reinbringen kann und so. Und das, ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Also der Benny soll endlich mal zurückkommen aus Las Vegas und LA. Ich vermisse die Jungs auch total mittlerweile. Die sind ja jetzt schon so lange weg. Und der arme Erik ist hier ganz alleine. Naja, ich habe ja zum Glück noch andere Freunde und konnte jetzt hier in Duisburg einen wegschnabulieren mit den Jungs. Da haben wir schön gegrillt wieder. Lecker, lecker, lecker. Bei dem Wetter, aber dann kam natürlich gerade, als wir zurückfahren wollten, Riesenunwetter. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Wir fahren gerade weg, quasi die Welt bricht zusammen. Und ja, auf der Autobahn sah es dann entsprechend aus. Einfach nur hart Regen, wie ich es selten erlebt habe hier. Also es war wirklich extremst. Und ja, da rutscht man natürlich auch schnell mal irgendwie. Das fand ich nicht so cool. Vor allem unser Fahrer war halt irgendwie, ich weiß nicht, der mag es halt gerne schnell zu fahren und so. Und ich bin da eher nicht so der Typ für. Ich fahre lieber schön meine 130 auf der Autobahn und bin damit zufrieden. Und gerade wenn Regen ist, fahre ich vielleicht sogar noch ein bisschen langsamer. Aber ich weiß ja nicht, also es war echt extrem der Regen und dann so da mit 140 oder so lang zu blasen, irgendwie, das fand ich schon ein bisschen krass. Aber gut, ich hab's überlebt, immerhin. Toi, toi, toi. Und das ist ja im Endeffekt alles, was zählt. Aber es ist trotzdem kein schönes Erlebnis, finde ich. Wenn man mit jemandem fährt, der einfach viel zu schnell fährt. Und also für seine eigenen Verhältnisse. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Müsst ihr mal schreiben. Ist halt auch immer unangenehm, dann so eine Person darauf anzusprechen, ne? Also ich finde, das ist echt schwierig oft. Mal hier das dazu. Weil die halt dann auch oft beleidigt reagieren, gleich, oh, was, hast du was gegen meinen Fahrstil oder so? Und dann, oh Mann, nein, das hat natürlich nichts damit zu tun, aber es ist einfach das allgemeine Wohlbefinden so, was dann doch stark beeinträchtigt ist, wenn man da sitzt und einfach nur, boah, da hatte ich mein schlimmstes Erlebnis, was das angeht, fällt mir gerade ein, hatte ich in Neuseeland. Da war ich oft am Trampen einfach nur. Also ich habe quasi mich immer nur an den Wegesrand gestellt und meinen Daumen rausgehalten und gehofft, dass mich jemand mitnimmt. Und es funktioniert halt in Neuseeland echt gut, weil die Leute super nett sind und einen auch relativ schnell doch mitnehmen und auch meistens sehr vernünftig sind eigentlich. Aber diesen einen Kerl, den ich da getroffen habe, der kam schon so an mit so einem Sportwagen. Ja klar, nehme ich mit gerne und so. Und ist halt so übertriebenst gehackt, wie ich es noch nie gesehen habe. Vor allem an so einem Bergpass quasi. Das war das Allerkrasseste. An einem Bergpass, der Typ rast volles Rohr in die Kurve rein, überholt in der Kurve einen Laster, ja, in der Kurve, das müsst ihr euch mal geben, einfach nur. Und, ja, links war quasi nur am Bergrand quasi, also es war eine Bergstraße, die nach oben führte und am Bergrand war nur so eine kleine Leitplanke, also an der Straße direkt. Hammerkrass. Ich bin echt fast gestorben vor Angst. So, fertig ist das Ding. Das Dach ist zu. Sieht ganz lustig aus hier oben, finde ich. Sieht ganz cool aus. So, und das nächste, was wir jetzt machen, ist das schöne Ding hier, was so schön am Brennen ist, wieder komplett einzureißen. Und da machen wir jetzt den Umhang draus. Das habe ich euch jetzt schon ein paar Folgen lang versprochen. Kam auch eine Idee aus den Kommentaren. Also das war übrigens auch eine Idee aus den Kommentaren. Und die fand ich echt gut und genau so machen wir es ja immer quasi, dass wir Sachen aus den Kommentaren, die wir halt gut finden, die nehmen wir auf jeden Fall mit rein hier in die Welt. Also
Wenn ihr Bock habt, macht gerne mit. Es macht uns auch immer wieder Spaß. Wir lesen auch die ganzen Kommentare. Manche denken ja immer irgendwie, wir würden nicht alle Kommentare lesen oder sonst was, aber wir lesen die wirklich alle. Und es ist immer wieder schön, irgendwelche Hilfen zu kriegen oder auch irgendwelche kreativen Anstöße. So, da müssen wir natürlich jetzt schlau bauen. Ich weiß noch, dass das Feuer muss immer auf jeden Fall zwei Abstand halten. Oh, so. Muss immer zwei Abstand halten zu diesem schönen Orkkopf, damit es was wird. Und so, dafür brauchen wir erstmal Netherrack. Hier und einfach nur die hier zum Dazwischenbauen. Obwohl wir das jetzt wahrscheinlich gar nicht brauchen, wenn ich das so mache, wie wir das uns vorgestellt haben. Und ansonsten brauchen wir nur noch ein Feuerzeug. Wo ist das Feuerzeug? Hier. So, alles klar. Dann starten wir mal das schöne Ding. Also, zwei Abstand. Wir fangen mal 1, 2 und hier fangen wir an. So. So, und jetzt, wie machen wir das am besten? Das ist nämlich gar nicht so einfach, denke ich. Ich glaube, wir müssen es so und dann machen wir hier den... Ne, machen wir hier das nächste hin. Beziehungsweise eins höher natürlich. Hier hin. So. Und dann hier den. Irgendwie... Es muss eigentlich ja nur so sein, dass ich jetzt hier quasi den nächsten hin und hier immer nur so versetzt, diagonal quasi. Und dann müssen wir es hochgehen lassen. So, jetzt kommen wir hier aber schon an die Grenze. Das wird, auf jeden Fall ist es gar nicht so einfach, glaube ich. Das so zu machen, wie ich mir jetzt das vorstelle. So, dann hier hin und hier hin. So würde quasi der Umhang entstehen können. Aber hier sind wir zum Beispiel jetzt halt schon zu nah dran. Und so könnten wir halt auch alles anzünden, was auch ziemlich cool ist. Muss man mal dazu sagen noch. So. Schwierig trotzdem. Ich glaube, ich muss das mal irgendwo erstmal hinbauen, wo ich ein bisschen Platz habe. Dass wir mal so einen kleinen Test starten. Oder soll ich das... Ja doch, ich baue es mal kurz da unten hin, wie ich es mir ungefähr vorstelle. So, sagen wir mal, das hier ist der Kopf. Oh. Ach Mist. Gehen wir doch mal irgendwo hin, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Oh, unsere Schmiede. Da haben wir doch ein bisschen Platz. Das ist doch schön. Und Schweine sind am Start. Und Schafe. So, ich steck mal den Kopf ab kurz. Der ist ungefähr so breit. So, das ist der Kopf. Ungefähr. Und jetzt wollen wir da dieses Ding drumherum kriegen. Und zwar mit dem Abstand von 2. Puh. Also, wir fangen mal mit den Ecken an. Hier soll es 2 Abstand haben. Dann soll es hier hinten entlang gehen. Und zwar würde ich sagen dann so. Hinten muss es quasi gerade sein. Na gut, wir machen mal die weg. So, und ziehen mal von hier einfach das Ding bis hier hin. So. Das ist echt nicht so einfach, wie ich es mir gedacht hatte. Okay, es soll gerade sein, aber nur eine
eine kleine Passage soll gerade sein. So, und das nächste machen wir natürlich noch eins weiter nach hinten. Und jetzt müssen wir hier irgendwie abknicken und rumgehen. Und das machen wir am besten, indem wir jetzt hier einen Stein hinsetzen. So. Genau. Und das nächste. Puh. Naja, da muss ich mir, glaube ich, echt nochmal ein bisschen Gedanken machen. Ich probiere mal ein bisschen offscreen rum. Und das nächste Mal seht ihr dann, wie ich auf jeden Fall diesen Umhang hier fertig baue. Und den auch entzünden werde. Und das wird, glaube ich, ziemlich cool dann. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, Leute, die Schlachterfabrik hat ihr Dach. Es ist unfassbar. Ich bin sprachlos. Was soll ich da noch sagen? Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich. Und howdy ho. Tschüss.